Jetzt. Okay, also Zusammenfassung für heute nochmal. Wir haben uns ein sehr schönes Thema gewidmet, der Kalisita, und haben gesagt, wir starten nochmal mit dem Ocho, überhaupt da reinzukommen. Und haben gesagt, dann nehmen wir uns den Schritt, der immer ein bisschen größer ist als hier, damit die Drehung ausgelöst wird. Ja, da müssen wir überhaupt nicht an der Frau rumschrauben, auch sonst ja nicht. Aber das ist das Schöne, dass es sich von ganz alleine entwickelt. Wenn die liebe Führende, wenn ihr das einmal nicht macht und den Schritt genauso lang macht, wie sie den macht, dann seid ihr schon in dieser Position. Wir haben gesagt, macht es ein kleines bisschen nach unten in den Boden hinein und dann habt ihr den Effekt, dass auch das Bein noch hoffentlich vorne bleibt. Dann gibt es einen Richtungswechsel für unser Becken. Wir stellen uns mit dem Becken einfach neben sie, damit wir rückwärts Platz haben und können dann rückwärts laufen und halten sie dabei in ihrer Position. Macht euch bewusst, dass ihre Achse hier unter der rechten Schulter ist und wir laufen in diesem Mittelpunkt drumherum. Mit einer sehr stabilen Bewegung in der Umarmung, deswegen ziehen wir sie quasi durch. Diese Drehung ist kein Pivot. Sie versucht nicht mehr zu helfen, nicht den Fuß zu drehen, nicht mit dem Becken zu mir zu drehen, sondern verdenkt unten eher weg vom Führen. Also den Fuß eher in die Rechtsrotation, Becken in die Rechtsrotation denken, Oberkörper durchaus in die Linksrotation zu führen. Macht total Sinn, ja, weil wir ja nach da gedreht werden und eigentlich der Impuls da ist, immer das Becken mitzudrehen, die ganze Zeit und eher dieses faule Gefühl zu haben, dass das Becken hier noch ein bisschen weiter vorne bleibt. Ansonsten arbeite ich doch einiges mit meinen Bauchmuskeln und habe die ganze Zeit das Gefühl, mich wirklich da reinzusetzen. Gleichzeitig schiebe ich mich aus dem Boden raus, denke nochmal dran, die Rückseite wollte ich verlängern, sodass ich wirklich hier vorne in meiner Mitte gut bleiben kann. Sieht ein bisschen leichter aber nachher aus. Wenn wir so weit sind, dass wir in die Tanzrichtung wieder schauen, immer noch auf einer Ebene, versuchen wir uns auf dem linken Fuß auszurichten, also kommt da an, entweder sind wir genau hier angekommen im letzten Schritt oder wenn es der andere Fuß war, könnte er den Fußwechsel machen. Und dann gibt es zwei Optionen, also mindestens für heute gab es zwei. Mit dem rechten Fuß stellen wir uns hinter den Drehfuß der Partnerin, lösen damit ein kleines Pivot aus und die bleibt vor uns stehen und wir können mit links zum Beispiel ins gekreuzte System links an die vorbeigehen, könnte man mit dem Kreuz beenden, zum Beispiel. Oder wir haben daraus sogar noch eine größere Position generiert, indem wir mit diesem Schritt nicht nur hinter sie gegangen sind, sondern wieder um sie drum herum auf die andere Seite. Achtung, damit wir da hinkommen können, wollten wir nicht links rotieren, sondern wir müssen quasi erstmal rechts rotieren, damit wir hinter ihr vorbeikommen und einfach nur durch diese Position vergrößert sich der Pivot der Folgenden und sie dreht sich in die Ocho-Position, wir haben wieder unsere L-Position im Becken hier und können im Rückwärts-Ocho raustanzen oder aber wir verändern diesen nächsten Rückwärts-Ocho gleich, indem wir selber uns um 90 Grad drehen. Dadurch ändert sich auch die Schrittrichtung der Folgenden. Und wenn wir am Ende unser Becken stehen lassen und hier oben noch diesen kleinen Impuls nach unten und nach links sozusagen die Rotation führen, gibt es noch einen kleinen Vorwärtsbewegung. Wir können im Seitwärtsschritt das Ganze abschließen. Im Zusammenhang. Ja, nochmal eine Richtung. Genau. Im Zusammenhang das Ganze. Position. Kalisita, Tanzrichtung, um sie drumherum, Richtungswechsel, Vorwärtsbewegung, Ausgang, wieder in den Tank. Mhm. Für den Vorwärtsbewegung, ne, ist wieder wichtig, dass ich meine Arme an mir selber angedockt habe, dass ich hier angedockt in mir bleibe, ja, dass ich jetzt nicht den Impuls irgendwo hingehen lasse, sondern den durch meinen Körper lasse, den sozusagen greife, damit es im Bein ankommt. Hier wieder Oberschenkel, Innenrotation erstmal und dann ist es nur der kleine Kick vom Unterschenkel. Okay. Mit Musik? Kleines Stück. Stück.
haben vielleicht einen Schrank voller Musik, aber wenn es darum geht. Nee, das ist richtig. Ich schneide das mal nicht raus, André. Es bleibt dann drin.